Hallo, hier ist Chris vom Podcast Erlebnis Irland. Vor ein paar Jahren haben wir eine Pressereise nach Irland gemacht. Dabei ging es hauptsächlich um die irische Geschichte des Landes und dabei hauptsächlich um die Kelten. Eine Kultur, von der vermutet wird, dass sie sich von der Türkei bis nach Spanien und nördlich bis nach Großbritannien und Irland ausgebreitet hatte. Beim Keltenfest auf der Villa Rustica in Stein haben wir Bettina und Markus Kral kennengelernt. Mit ihrem Stand touren sie über historische Märkte und Museen und zeigen den Leuten, wie die Menschen von der Antike an ihre Stoffe gefärbt haben. Das haben wir gerne aufgenommen und eine Episode über die beiden gemacht. Viel Spaß! Wir sind jetzt hier im Schloss in Tübingen. Heute ist Internationaler Museumstag, also passt es doch schon zu Irland. Auch das Färben passt zu Irland, denn die Kelten haben auch schon gefärbt. Und ihr wisst ja seit unserem Podcast letztes Mal, dass es auch in Irland Kelten gab. Und wir sind jetzt hier am Strand von Kral, Kräuter, Gewürz und Meer von der Bettina Kral und ihrem Mann. Und wir sind gerade vor einem Tisch und dort sind lauter gefärbte Seidenschals. Und dann hat sie gesagt, ich soll mal rüberkommen, denn die Farbe Blau, die war jetzt gerade interessant. Genau, die Farbe Blau, die haben wir letzte Woche in der Kaltfärbung gefärbt mit schwarzer Malve. Und es ist so ein Meerblau, Wasserblau. Ich kann es gar nicht richtig beschreiben. Das ist eine Farbe, die kann man nicht beschreiben. Irische See. genau. Ja. Und dann haben wir noch so ganz typische Farben, eigentlich, die es auch bei den Kelten gab. Mit Krapp gefärbt, es gibt ein Rot, mit Reseda gefärbt, es gibt so ein Neongelb. Genau. Magst du dich mal kurz vorstellen? Das haben wir noch nicht so gemacht. Genau, ich bin Bettina Kral, komme aus Tübingen und färbe jetzt seit circa 15 Jahren. Und das machst du zusammen mit deinem Mann? Genau. Und ihr seid auf unterschiedlichen Events unterwegs? Genau, auf Mittelaltermärkten, auf Museumsveranstaltungen. Genau. Unter anderem zum Beispiel in Hechingen-Stein seid ihr öfters. Genau. Beim Federsee. Im Federsee-Museum sind wir öfters, da sind wir auch nächste Woche wieder. Und in Tübingen dann auch? Ab und zu. Und wie wir dann auf den Fotos vom Blog auch sehen könnt, haben die in Hechingenstein einen Färbergarten angebaut. Und dieser Färbergarten, der wächst und gedeiht. Ja, wächst richtig schön. Was sind denn da für Kräuter drin? Da sind ganz typische Farben drin, die eigentlich die Römer hatten. Wir haben angebaut Reseda zum Gelbfärben, Krapp zum Rotfärben, Färberweid zum Blaufärben. Dann haben wir noch Holunder und Heidelbeere angebaut. Damit haben die Römer Sklavenkleidung so lila gefärbt. Ja, also mit Holunder habt ihr auch schon Erfahrung gemacht und Heidelbeere, das ist ja... Heidelbeer haben wir jetzt noch nicht gefärbt. Mhm. Holunder haben wir schon eigentlich alles vom Holunder verfärbt. Von den Blättern über die Blüten, die Beeren und auch das Gehölz. Und da gibt es einfach auch jedes, gibt eine andere Farbe. Mhm. Du hast vorher was von dem Blau- und dem Kaltfärbeprozess erzählt. Jetzt ist man da jetzt vielleicht auch Laie und weiß vielleicht nicht unbedingt die Ausdrücke. Kannst du das mal noch erklären? Ja, also eine Kaltfärbung im Endeffekt, wie der Name sagt, es wird kalt gefärbt. Es geht nur mit ganz wenigen Pflanzen. Wir haben mit schwarzer Malve eingeweicht, quasi in kaltes Wasser. Und die lässt man dann eine Weile ziehen, Stunde, zwei. Und dann kommt der Stoff, die Wolle, die Seide rein. Und dann lässt man es aber auch ganz lang drin, damit es die Farbe langsam aufnimmt. Mhm. Und die Sachen sind dann meistens auch farbecht und das ganz ohne Chemie, das ist ja spannend. Ja, also die Sachen werden ohne Extremchemie, ja. Nennen wir es mal so, die werden mit dem Salz vorbehandelt und das ist so die Bindung zwischen Stoff und Farbe. Mhm. Und du hast gesagt, dass bestimmte Stoffe sich besser eignen wie andere. Kannst du da noch was dazu sagen? Ja, es sind eigentlich die tierischen Fasern, also die Eiweißfasern, die sich besser färben lassen. Die pflanzlichen Fasern sind immer ein bisschen garstig. Also es geht auch, aber es wird einfach nicht so leuchtend und schön wie jetzt eine Wolle oder eine Seide. Mhm. Jetzt hast du erwähnt, dass unsere Vorfahren auch
fast alle Farben färben konnten, unter anderem auch Neon. Das war ja ganz spannend, da hat mich der Markus entdeckt, ha, ich habe eine Neonjacke angehabt. Und dann kam er, ha, das haben die damals bei den Kelten auch schon gekonnt. Ja, genau. Das konnte man mit Reseda, also mit Färberbau färben. Und das gibt wirklich dieses Neongelb und das hat man schon in der Bronzezeit verwendet. Mhm. Worauf muss man denn achten, wenn man gefärbt hat? Wenn man die Sachen quasi fertig gefärbt hat, eigentlich auf nichts. Das ist das, man kann die Sachen tatsächlich auch in die Waschmaschine schmeißen. Man soll es nicht unbedingt. Wobei es jetzt nicht an der Färbung selber liegt, sondern eher an den Bleichmitteln im Waschmittel. Mhm. Aber wir haben auch jetzt Seidentücher in die Waschmaschine geschmissen, nach dem Färben zum Auswaschen. Mhm. Haben wir jetzt ausprobiert und die kommen raus, wie sie rein sind, nur halt ohne den ganzen überschüssigen Farbstoff. Mhm. Ihr macht Färberkurse, das ist ja auch spannend. Wie muss man sich das vorstellen? Das sind eigentlich so mit Theorie und Praxis, aber ich mische das immer ganz gern. Am Anfang erzähle ich immer so ganz grob was übers Färben und dann steigt man eigentlich schon direkt mit dem Machen ein, weil ich finde es ganz schlimm, wenn man erstmal so nur Theorie hat und alles erzählt kriegt und dann vielleicht irgendwann mal was macht. Wir machen es immer und ich erkläre nebenbei, was wir jetzt gerade machen und warum wir das machen. Und wie lange dauert so ein Färbekurs bei euch? Wie viel muss man da Zeit investieren? Oder? Ein Tag. Ein Tag, genau, ja. Also genau. Die Leute melden sich an und gehen dann, je nachdem, wo ihr den stattfinden habt. Ja. Ihr macht aber das auch mobil, gell? Also ihr habt genau, wenn man ein paar Leute zusammen hat, so ab 4 Leuten, dann komme ich auch angereist mit meinen Töpfen und Farben und dann kann man das auch. Man kann es auf 2 Arten machen, einfach draußen auf dem Feuer, was nicht immer geht, oder tatsächlich auch in der Küche. Mhm. Das hört sich spannend an, auf jeden Fall. was für Färbestoffe haben denn die Kelten hauptsächlich benutzt? Ihr habt schon Fokus eher aufs Mittelalter, aber die Kelten waren ja letzte Woche vor allem dann das Thema in Hechingenstein. Ja, also eigentlich diese ganz klassischen Farben wie Krapp, wie gesagt, die gab es schon in der Bronzezeit und danach kamen ja dann so in der Eisenzeit die Kelten. Weit, Wau, also Blau und Gelb und Krapp für Rot. Brauntöne gehen natürlich immer, Gelbtöne kann man mit Birkenblättern färben. In der Eisenzeit konnte man es dann auch, weil man schon Eisen hatte, konnte man es dann nachbehandeln und konnte aus dem Gelb ein Olivgrün machen. Oh, toll. Genau. Mhm. Jetzt habt ihr quasi über die Vorbehandlung der Wolle. Du hast aber auch zum Beispiel ein Weiterverarbeitungsset da, die Spindel. Genau. Die ist ja auch in allen Kulturen mehr oder weniger vertreten, in unterschiedlichen Ausführungen. Kannst du uns das gerade mal erklären, wie das funktioniert? Weil wir als neue Menschen haben ja eigentlich nur noch Kontakt zur Kleidung, indem man eben in diverse Läden geht, die nehmen und Geld dafür bezahlen. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache bei euch. Nee, im Endeffekt, man hat eine Roh-, also jetzt gehen wir mal von Wolle aus, man hat eine Wolle, die schon gewaschen ist und auch mal kardiert, also gekämmt wurde. Und die Spindel besteht aus einem Stab und unten einem Gewicht. Früher war es meistens ein Tongewicht oder ein Stein. Und da hakt man quasi oben die Wolle an und dreht es. Und dann entsteht dadurch langsam der Faden. Mhm. Und, wie viel Schaf brauche ich für ein Wollknäuel, so circa im Regel? Es kommt drauf an. Also je nachdem, wie dick die Wolle wird. Also am Anfang wird es natürlich dicker, später kriegt man es immer dünner hin. Ja, ich weiß nicht wirklich, wie weit man mit einem Schaf kommt. Ich habe es noch nie ausprobiert mit einem kompletten Schaf. Aber es dauert schon eine Weile auch. Also so eine Wollbobbel, wenn ich jetzt so an Stricken denke, an die Sockenwolle, da ist man dann schon einen Tag und länger beschäftigt, oder? Länger. Also man hat ja am Anfang erstmal einen Faden, den muss man dann nachher verzwirnen, dass es eben dicker wird. Und man kann schon so für so ein Bobbel, keine Ahnung, was hat er vielleicht, so 80 Gramm vielleicht, kann man schon einen Tag rechnen. Mhm. Also für einen Faden und man braucht ja dann 3, 4, je nachdem, was man verzwirnen möchte. Mhm. Jetzt hast du gesagt, jetzt sind wir wieder zum Thema, es gab unterschiedliche Farben auch bei den Kelten, die besondere Bedeutungen hatten. Und auch bei den Römern wusste man schon von Weitem, ob das jetzt ein Sklave ist oder nicht. Kannst du da noch was dazu sagen? Also es gab so dieses Lila, war natürlich diese Sklavenkleidung. Dann gab es noch das Purpur, das war dann natürlich für die Reicheren, genau, Kaiser und so weiter und Patrizierreiche, die hatten natürlich dieses Purpur. War nicht ganz einfach zum Färben, war auch nicht billig zum Färben. Kommt aus einer Schnecke. Das wird
die Schleimdrüse von der Schnecke wird dafür verwendet, mhm, um diesen Farbstoff zu gewinnen. Mhm. Also braucht man also sehr viel. Wie viel hatten so eine... Also wir haben über mehrere Kilogramm Schnecken geredet. Genau. Kannst du da nochmal was zu sagen? Das wüsste Markus jetzt besser als ich. Der ist so mein, mein Purpur-Experte. Ich glaube, es waren 10.000 Schnecken für 1 Gramm Purpur. Ja, das ist eine ganze Menge. Ja, ja. Und mit 1 Gramm Purpur kommt man nicht weit. Ja, das Purpur ist eigentlich eine klasse Sache, weil da kann ich ja von hellrosa bis fast dunkelbraun färben. Ja. Also je nachdem, wie viele Schnecken ich da anderweitig versorgt habe. Bei diesem Podcast sind keine lebenden Tiere zum Schaden gekommen. Ja. Was ist denn eure Lieblingsfärbemethode oder was ist euer Lieblingsfärbemittel? Warum? Da gibt es eigentlich ganz verschiedene, weil die Farben immer so unterschiedlich sind und jeder hat für sich was. Also was ich natürlich ganz gern färbt, wobei das komplett raus ist aus Mittelalter, Kelten und so weiter, das kommt aus Südamerika, ist Blauholz. Es gibt einfach ein ganz dunkles Lila, was fast schwarz aussieht, bis Silber kann man damit färben. Was auch noch ganz toll zum Färben ist, ist Cochenille. Das sind wir wieder bei den Läusen. Mit denen kann man pink färben. Also das richtig. Sind diese Steinläuse, gell? Also nee, die leben auf Kakteen. Auf Kakteen, das sind nicht die kleinen roten, wo da immer auf Stein sind. Das sind kleine Läuse, die auf Kakteen leben. Genau, und die werden dann zum Färben verwendet. Es gibt ein ganz extremes Pink. Und was immer noch faszinierend ist, Indigo. Weil man es einfach... Was erstmal in der Flüssigkeit quasi farblos ist, wenn man es rauszieht, wird es ganz langsam an der Luft blau. Und es hat dann so diesen Effekt einfach. Das ist spannend, also ja. Eine Wundertüte drin. Genau, genau. Ja. Also ihr habt ja sehr viel Erfahrung mittlerweile mit Färben. Und da kann man ja ganz unterschiedliche Farbtöne auch machen. Gibt es Farben, die man jetzt nicht färben kann? Schwarz ist immer ein bisschen schwierig. Also Schwarz kriegt man eigentlich nur durch mehrfache Überfärbung hin. Wenn man jetzt zum Beispiel auch ein braunes Schaf nimmt und dann noch mit Indigo und so weiter drüber färbt, dass wirklich einfach dunkler wird. Aber so ein reines Schwarz funktioniert nicht wirklich. Also das, man konnte es probieren, mit Galläpfeln, aber die greifen einfach die Faser an. Mhm. Und das macht dann einfach keinen Spaß, wenn die Faser nachher reißt. Das heißt, wenn ich jetzt ans Mittelalter denke, gerade diese Schwarzmönchkutten, die hatten ja dann doch, also man denkt ja immer so einfache Sachen, aber es war sicher dann nicht billig, oder? Also wenn ich jetzt wobei ich frage mich immer, ob die tatsächlich wirklich schwarz waren oder ob es nur schwarz dargestellt wird und ob die nicht einfach ganz, ganz dunkelbraun waren. Mhm. Also über dieses Blau und Braun ganz dunkel gefärbt waren, wenn überhaupt, oder ob es tatsächlich einfach nur ganz dunkelbraune waren. Mhm. Aber da ist mir das dann halt gerade jetzt in den Sinn gekommen, weil da hat man einen religiösen Sparte, das ja dann eigentlich dann forciert geworden ist. Ja, ja. Mhm. Also wir wissen ja zum Beispiel jetzt gerade im Mittelalter, die Kardinäle, die hatten ja das Rot, das haben wir ja festgestellt, das war auch nicht ganz billig. Genau. Ja, also von dem her hat man da sicherlich einiges dann an kommt der Christoph gerade ums Eck und korrigiert mich. Danke, mein Herr und Meister. Ja. Ihr habt auch noch andere Sachen, wie ich sehe. Also selbst gestricktes, selbst gehäkeltes. Ja. Macht ihr das, wann habt ihr da noch Zeit dafür? Oder? Also, ich muss ja gestehen, ich kann nicht stricken. Die strickt meine Mama. Die ist ja auch am Stand gerade, ja, oder? Ja, die ist auch gerade am Stand. Ja. Das heißt, es waren eigentlich auch schon die Wurzeln in der Kindheit, oder? Nee, gar nicht. Also sie kam eigentlich jetzt eher über uns oder über mich und Markus dazu, genau. Und wie kommt man dazu? Also es ist ja jetzt kein so durchschnittlicher 8-Stunden-Job, den man da irgendwie mal in der Ausbildung lernt, oder? Ja, ganz viel selber ausprobieren. Also wir haben früher mit einfach nur Kräuter verkauft und dann haben wir uns irgendwann überlegt, okay, was kann man noch mit Kräuter machen? Klar, man kann Tees machen, man kann Salben machen und den ganzen Kram, aber irgendwie war das nicht so das, was wir wollten und sind dann irgendwann aufs Färben gestoßen und haben jetzt das seit 15 Jahren sind wir da am Rumwursteln, Ausprobieren und ja. Ja, 2004 habe ich gesehen, war eure Gründung und seitdem quasi auch seid ihr mit Leib und Leben dabei. Ja. Ja, jetzt warten wir, bis der Markus kommt und dann stellen wir da noch ein paar Fragen. Genau. Also Bettina gibt gerade Gas unterm Kupferkessel.
Ich hatte vorher gesagt, es wäre ein Eisenkessel, aber nein, es ist ein Kupferkessel, sie hat mich gleich korrigiert. Und nun Markus ist mittlerweile auch da, der wird jetzt kurz noch was zu den Puposchnecken und zum Gerberverfahren erklären. Also mit den Puposchnecken, man hat Puposchnecken verwendet, um Purpur zu färben, ja, logisch. Für 1 Gramm Purpur hat man ca. 6.000 bis 8.000 Schnecken benötigt. Und zwar für 1 Gramm. Das heißt, man hat diese Schnecken, die hat man gesammelt und hat dann mit einem kleinen Löffel hat man die Drüsen rausgeholt, hat sie in den Topf gegeben und hat sie dann 3 Tage lang eingekocht in Urin, bis dann ein Konzentrat entstanden ist. Und mit diesem Konzentrat konnte man dann färben. Und es hat halt bestialisch gestunken. Das heißt, wenn man dann damit gefärbt hat, da kam der Stoff erstmal gelb raus. Da musste man dann aufhängen, musste dann 7 bis 12 Tage hängen bleiben. Und da hat sich dann die Farbe von gelb auf Purpur verändert. Man kann sich so vorstellen wie ein blauer Fleck. Das heißt, der verändert ja auch die Farbe, bis er verschwindet. Nur da ist umgekehrt. Das heißt, ich habe es erst gelb, dann werden es so Grüntöne, Rottöne, Blautöne und so weiter, bis ich letztendlich halt das Popo habe. Und das hat halt wahnsinnig gestunken, weil das ist ein Verwesungsprozess, ein Zersetzungsprozess. Das heißt, die Eiweiße im Schneckenschleim, die zersetzen sich. Das heißt, das kann man sich so vorstellen, wie wenn man ein Stück Fleisch hat oder eine Wurst, die was nicht mehr gut ist. Man wirft sie in die Mülltonne rein und eine Woche später fällt einem ein, ach, morgen ist doch Müllabfuhr. Man macht den Mülldeckel auf, es kommen Hunderte von Fliegen raus, vielleicht auch Tausende. Ein bestialischer Gestank und dann weiß man, wie das gerochen hat. Deswegen war es dann auch so, wenn dann Purpurträger und Blauträger unterwegs waren, sind die Leute oftmals aus dem Weg gegangen. Das heißt, die Purpurträger und Blauträger dachten dann, okay, der einfache Bürger, der erkennt den Stand an. Was aber nicht gemacht haben, sondern sie haben die Straßenseite gewechselt, um einfach dem Gestank aus dem Weg zu gehen. Also es muss ja sehr massiv gewesen sein, dass wir jetzt gerade an Kardinäle und so denken. Richtig, ja, ja. Dann war es ganz gut, dass sie nicht haben heiraten dürfen. Vor allen Dingen ist das Problem halt, klar, sie hatten auch Waschmittel, aber halt nicht solche wie heute. Das heißt, der Geruch, der ist dann auch irgendwann mal halbwegs verflogen. Aber sobald es dann ein bisschen feucht war oder man halt geschwitzt hat, da kam der Geruch halt wieder. Also wie ein nasser Hund im Endeffekt. Und lecker. Ja. Jetzt hast du Urin als Gerbemittel angesprochen. Richtig, genau. Ihr habt auch andere Färbemittel noch. Ja, wir haben da vorne in unserer Kiste haben wir noch andere Färbemittel. Wir haben hier zum Beispiel das Reseda, das haben wir zum Beispiel zum Färben. Das Reseda ergibt ein Neongelb. Das war schon ein Farbstoff, den es schon zur Jungsteinzeit gegeben hat. Mhm. Man kann sich so vorstellen, Neo-Popkultur zur Steinzeit. Mhm. 80er Jahre. Also richtig Neongelb. Da hat man auch das Reseda Grün daraus hergestellt. Das heißt, man hat dann das weiterentwickelt mit Eisen bzw. Mit Erz hat man es weiterentwickelt, wo halt Eisen enthalten war. Und da bekommt man das berühmte Reseda Grün. Bekommt man dann. Das heißt, die Farbe verändert sich von gelb zu grün. Mhm. Und Urin kann man nehmen für welche Farben als Gerbezusatz? Ja, also Urin, wie gesagt, für die Purpurschnecke hat man Urin gebraucht. Und Urin braucht man auch, um mit Farbarbeit oder mit Indigo zu färben. Mhm. Beides enthält den nicht wasserlöslichen Farbstoff Indigotin. Mhm. Beim echten Indigo, da ist in der Wurzel drin enthalten. Beim Färberweit ist er in den Blättern enthalten. Ist beides der gleiche Farbstoff, genau identisch. Mhm. Den Indigo, den musste man halt von weit her importieren. Das heißt China, Indonesien, Indien. Deswegen wurde es auch als Königsblau bezeichnet. Während der Färberweit, den man auch als deutschen Indigo bezeichnet, mit dem konnte man auch blau färben. Allerdings nicht ganz so deckend, das heißt maximal 90%, wie das, was mit Indigo war. Und da ist halt der Farbstoff in den Blättern drin. Mhm. Und für beides hat man Urin gebraucht. Das heißt, den Urin, den hat man dann verwendet, um den Farbstoff zu lösen. Das Ganze ging so vonstatten, das heißt, man hat den Farbstoff, also den Färberweit, den hat man frisch geerntet, hatten dann in sogenannten Weitkugeln zusammengerollt.
Die kamen, wurden dann transportiert zu den sogenannten Weidmühlen. Dort wurde es zermahlen. Und dann hat man den, diesen Brei, den hat man dann in große Holzfässer gegeben. Und dann hat man die Holzfässer vollgefüllt mit Urin. Dann hat man sie verschlossen und dann sind sie ein Jahr lang stehen geblieben. Und nach einem Jahr, da war zum Beispiel der Lehrling, der dann gesagt hat, Meister, wie sieht's aus? Wollen wir mal blau färben? Ja, dann hat der Meister gesagt, ja, können wir machen. Dann gehst du mal da vorne hin und machst das Fass auf. Ja, und hat der Lehrling gesagt, okay, Meister, warum gehst du nicht mit und machst nicht mit auf? Er hat gesagt, nee, schaffst du alleine, mach mal alleine auf. Ja, dann ist er vorne hingegangen, hat das Fass aufgemacht und es hat bestialisch gestunken. Da ist auch klar, warum der Färbermeister da nicht mit ran wollte, sondern es dem Lehrling überlässt. Ja, dann hat er gefragt, ja, was wir jetzt machen sollen. Hat der Färbermeister dann gesagt, okay, also ich gehe jetzt in die Wirtschaft und du gehst jetzt mal hin und schöpfst es ab in den Kessel, machst es warm, das Ganze. Wenn es dann kocht, dann gibst du den Stoff dazu, lässt ihn 1 bis 2 Stunden drin. Und wenn die 1 bis 2 Stunden rum sind, dann nimmst du ihn raus und dann hast du blau. Gut, Meister war verschwunden. Lehrling hat dann gesagt, okay, da probiere ich das einfach mal aus. Das heißt, er hat es dann rausgeschöpft in den großen Kessel rein, hat das Ganze warm gemacht, hat dann den Stoff dazugegeben und dann hat circa 2 Stunden abgewartet. Und dann hat er reingeguckt in den Kessel und die Farbe war gelb. Ja. Also blau färben und gelb, das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Ja, doch, es passt schon irgendwie. Aber dazu kommen wir später noch. Ja, das heißt, der Lehrling, der war dann erstmal verzweifelt ein bisschen, da halt die Farbe gelb war. Dann ist ihm aber eingefallen, der Meister hat gesagt, man muss den Stoff rausnehmen und dann hat man blau. Er hat den Stoff dann rausgenommen, aber dann war er grün. Das heißt, irgendwie faszinierend. Kein blau, aber gelb und grün. Ja. Irgendwann hat er dann wieder aufgeblickt und hat dann geschaut und hat dann gesehen, dass aus diesem grünen Stoff sozusagen ein blauer Stoff worden ist. Das heißt, eine sogenannte Oxidation hat stattgefunden von gelb zu grün zu blau. Dieser Prozess dauert ca. 24 Stunden und in der Zeit konnten die Färber nichts arbeiten. Das heißt, sie mussten den Prozess abwarten und daher kommt auch das Blaumachen. Kommt da. Ah, okay. Ja, weil die haben ja im Endeffekt so viel gefärbt, wie sie Platz hatten zum Aufhängen. Mhm. Und wenn kein Platz mehr war, dann haben sie Freizeit gehabt. Mhm. Ja, nur die Meister halt, die Lehrlinge, die hatten es nicht so gut. Da hat es geheißen, okay, Kessel schrubben, Werkstatt ausfegen und so weiter. Naja, und jetzt komme ich dazu, warum man den Urin braucht. Also zum einen, der Urin, entwickelt oder beziehungsweise entwickelt Ammoniak in dem Jahr, wo er stehen tut. Mhm. Dieser Ammoniak, der löst das Indigotin aus dem Färberweid und aus dem Indigo. Das heißt, der geht sozusagen dann ins Wasser über. So, wenn ich den dann im Wasser drin habe, dann kann ich auch weiterfärben damit. Das heißt, ich kann das Ganze dann erhitzen, damit färben. Aber jetzt haben wir ja vorhin gesagt, Moment, der Stoff ist ja gelb im Kessel drin. Ja, warum? Ganz einfach. Da kommt wieder der Ammoniak zum Tragen, denn er entzieht dem Wasser den Sauerstoff. Daher ist der Stoff im Wasser sozusagen gelb oder im Urin halt gelb. Ich meine, Urin ist nichts anderes wie H2O mit halt noch verschiedene Salze mit drin. Und wie gesagt, da ist er halt gelb drin, weil... Ganz einfach, der Ammoniak dem Wasser den Sauerstoff entzieht und erst wenn man dann rausnimmt, dann beginnt die Oxidation mit dem Sauerstoff in der Luft. Das heißt, er oxidiert zu gelb und dann zu blau. Mhm. Super. Dann hast du letzte Woche in Stein erzählt, ihr färbt auch gerne mal mit einem Eisenkessel, weil da eben ein Stoff... Ja, das ist zum Vorbeizen. Das ist zum Vorbeizen, okay. Richtig. Ja, die Römer, also heutzutage nimmt man halt Alaun, wo aus der Bauxitgewinnung, beziehungsweise aus dem Bauxit, aus der Aluminiumgewinnung gewonnen wird. Und früher hatten sie es natürlich nicht in der Form. Das heißt, sie mussten das über einen chemischen Prozess hinbekommen. Und da haben sie halt einen Eisenkessel verwendet und haben dann da drin Ampfer ausgekocht. Und der Ampfer mit dem Eisen gibt eine Alaunverbindung für die Vorbeize. Und die Vorbeize, die muss man halt machen. Das raut sozusagen die Oberfläche an und bildet sozusagen das Bindeglied zwischen Stoff und Farbe. Dann hatten wir auch nur zum Thema verschiedene Farben und Sklaven im alten Rom zum Beispiel. Ja, die Sklaven im alten Rom.
die Sklaven im alten Rom, die hatten eine Farbe, je nach der Region unterschiedlich, also gefärbt. Das war mit Holunder und mit Heidelbeere gefärbt. Es gibt so einen leicht lilanen Ton. Allerdings ist die Farbe nicht lichtecht. Das heißt, die verfliegt sehr schnell. Aber bei den Sklaven war es egal. Das heißt, wenn man nachfärben musste, dann hat man die Sklaven losgeschickt, dass sie einfach sammeln sollen, um ihre eigene Kleidung zu färben. Mhm. Deine Lieblingsfarbe zum Färben und warum? Bin ich gespannt, was er sagt. Ja, eben. Deswegen fragen wir das. Meine Lieblingsfarbe ist Rot. Und zwar ganz einfach, weil Rot Kraft symbolisiert und Wärme symbolisiert. Das heißt, beides zugleich. Das kann man am besten mit Krapp hinbekommen. Oder auch zum Beispiel mit der Cochinillaus oder halt mit Rotholz oder solchen Sachen. Also da kann man Rot färben. Allerdings immer verschiedene Rottöne. Aber wie gesagt, am liebsten färbe ich mit Krapp und mit Cochinill. Dann bedanke ich mich ganz herzlich bei euch. Der Podcast wird dann bald online sein und dann melde ich mich dann bei euch. Gerne. Dankeschön. Wir freuen uns. Wir hoffen, das Thema Farben hat dir spannende Einblicke in den Alltag der Menschen zur Keltenzeit gegeben. Die Shownotes findest du wie immer, genauso wie die Zusammenfassung auf unserer Homepage und unserem Blog Erlebnis Irland. Es würde uns freuen, wenn du diese Episode mit 5 Sternen bei iTunes bewerten würdest oder uns einen Kommentar dalassen würdest. Wir wünschen euch jetzt einen tollen Tag. Dein Christoph.